Willkommen zu unserer ersten Episode der neuen Reihe Plötzlich im Cockpit. Keine Sorge, alle anderen Reihen gehen wie gewohnt weiter, News und auch Erkundung, neue Inhalte haben wir auch für euch geplant. Aber bei der Erkundung-Reihe steht das große zweiteilige Finale an und das wird ziemlich bildgewaltig und soll perfekt werden, daher brauchen wir da noch etwas Editing-Zeit. Diese neue Reihe richtet sich an Anfänger oder an die, die ihr Wissen auffrischen wollen. Wir erklären, wie das Cockpit aufgebaut ist, wichtige Dinge, auf die neue Piloten achten sollten, fliegen, landen auf Planeten, docken und schließlich auch Geld verdienen am Anfang. Heute soll es um den Aufbau des Cockpits und Grundlegendes gehen. Das alles dient dazu, um der Frage zu begegnen, die sich jeder Pilot am Anfang irgendwann einmal stellt. Hätte ich doch besser den Tretroller genommen? Bevor wir starten, sei an dieser Stelle erwähnt, dass ihr vorab das In-Game-Tutorial spielen solltet, um ein erstes Gefühl für das Schiff zu bekommen. Während das in anderen Spielen eher optional ist, würden wir es euch hier sehr nahelegen. Wir gehen zunächst alle Elemente im Cockpit durch. Unten auf der linken Seite habt ihr Informationen zum aktuellen Aufenthaltsort und gegebenenfalls auch zu eurem Zielsystem, wenn ihr eins ausgewählt habt. Daneben ist ein Hologramm von eurem derzeitigen Ziel. Das kann eine Station, ein Schiff oder ein Sternensystem sein. Der Kompass daneben ist eines der wichtigsten Dinge im Cockpit. Er zeigt euch durch einen weißen Punkt das Ziel an und wo ihr hinsehen müsst, damit es direkt vor euch ist. Ist der weiße Punkt nur ein Rahmen und innen schwarz, bedeutet dies, dass sich das Ziel hinter euch befindet und ihr euch um 180 Grad drehen müsst. Zentral in der Mitte unten habt ihr den Radar. Das ist auch nochmal eine Unterstützung und zeigt die Position eures Schiffes im Höhen- und Richtungsverhältnis zu den anderen Schiffen und Signalen in eurer Nähe. Ihr könnt rein- und herauszoomen, wenn ihr die Tasten in den Optionen belegt habt. Auch im Radarbereich habt ihr auf der linken Seite die Temperatur eures Schiffes. In der Nähe von Sonnen, beim Feuern von Laserwaffen oder anderen Situationen kann die Temperatur schnell ansteigen. Über 80 gibt es einen Alarm, über 100 nehmt ihr Schaden. Rechts neben dem Radar befindet sich eure aktuelle Geschwindigkeit. Danach kommt wieder ein Hologramm, diesmal von eurem eigenen Schiff. Hier erkennt ihr die Schildstärke und ob ihr von wo unter Feuer steht. Außerdem den Zustand eures Schiffes. Es gibt diverse Symbole, die verschiedenste Probleme mit dem Schiff anzeigen können. Eine Übersicht gibt es in der Videobeschreibung. Das daneben nennt man Pips. Es ist die Energieverteilung eures Schiffes. Ausgeglichen ist der Normalzustand. Wenn ihr Energie auf die Systeme leitet, werden eure Schilde verstärkt. Bei Waffen werden natürlich die Waffen verstärkt, ihr könnt also länger schießen und bei Antrieb ist eure Sublichtgeschwindigkeit deutlich erhöht. Wieder daneben ist euer Treibstoffvorrat, aufgeteilt in zwei Linien. Die erste wird konstant weniger und dort wird der Verbrauch je Stunde angezeigt. Ist dieser Tank leer, geht ein Stück von der zweiten Linie weg, die ist der Haupttank eures Schiffes. Hier seht ihr auch, wie viel Treibstoff der nächste FSA-Sprung in ein anderes System kosten würde, wenn ihr es als Ziel ausgewählt habt. Oben rechts findet ihr einen Infobereich. In diesem gibt es aktuelle Informationen, eure Route, Umgebung und den Schiffszustand betreffend. Ganz Wichtiges wird euch aber mit einem Gefahrensymbol zentral in der Mitte angezeigt. Nachdem wir das besprochen haben, gehen wir jetzt die einzelnen sogenannten Pilotenbildschirme durch. Diese befinden sich auf den Tasten 1, 2, 3 und 4. Wir fangen zuerst mal an mit der 1, die bringt euch zum linken Pilotenbildschirm. Hier habt ihr Informationen über Navigation, Transaktionen und Kontakte. Im ersten Tab in den Navigationen seht ihr euren aktuellen Standort und was sich alles in der Nähe befindet. Planeten, Basen, Signalquellen, einfach alles. Ihr könnt je nachdem wie viel es ist, einen Filter einstellen, um nach gezielt Signalen oder gezielt nach Raumstationen zu suchen. Zugriff auf die galaktische Karte und auf die Systemkarte erhaltet ihr an dieser Stelle auch. Auf dem zweiten Tag findet ihr alle Transaktionen. Dazu zählen unter anderem die Missionen, Passagiere, die ihr an Bord habt, Bescheinigungen für Kopfgeld oder für Codex-Einträge, dann erkennt ihr auch Strafen, die ihr zu bezahlen habt und eventuelle Kopfgelder, die auf euch ausgestellt wurden. Das nächste Tab sind die Kontakte. Hier könnt ihr um Landeerlaubnis bei Stationen bitten. Der nächste Pilotenbildschirm ist mit Taste 2 zu erreichen und führt uns nach oben links. Das ist das Sozialmenü.
Wir haben hier den In-Game-Chat. Auf dem zweiten Tab erhalten wir neue Nachrichten über aktuelle Missionen. Hier können wir entweder ein Geschwader formieren und zusammen im Team spielen oder aber Freunde verwalten und andere Dinge. Der nächste Tab gibt den Verlauf wieder, den Verlauf von Schiffen, denen ihr unterwegs begegnet seid. Danach folgt ein Staffelfeed, der ist natürlich nur interessant, wenn ihr auch Mitglied einer Staffel seid, das erkläre ich euch gleich. Zu guter Letzt haben wir dort ein Einstellungsmenü, wo wir die Sprachchat-Kanäle und auch die Textkanäle verwalten können. Mit Taste 3 gelangen wir zum unteren Pilotenbildschirm. Hier haben wir die Kontrolle über SRV-Fahrzeuge, wir können also hier das Raumschiff verlassen mit einem SRV auf einem Planeten. Und wir haben die Kontrolle über unsere Fighter. Gleichzeitig können wir den Fighter auch Anweisungen geben, wen sie wie anzugreifen haben. Wir haben auch die Kontrolle über unsere Crew, falls wir Crewmitglieder an Bord haben. Die können wir uns auf Raumstationen besorgen. Der komplizierteste von allen Pilotenbildschirmen dürfte wohl die Nummer 4 sein, der rechte Pilotenbildschirm. Zunächst mal haben wir eine Einleitung. Wir sehen unseren Commander-Namen. Wir sehen unseren Kampfrang, den Handelsrang und den Erkunderrang und den CQC-Rang. Wir sehen unseren aktuellen Kontostand und auch den Ersatzwert. Hier gehe ich sofort drauf ein. Was ist der Ersatzwert? Wenn euer Kontostand niedriger ist als der Ersatzwert, habt ihr ein Problem und solltet schnellstmöglich Geld verdienen. Der Ersatzwert ist der Wert, den ihr bezahlen müsst, um euch euer Schiff zurückzukaufen, wenn ihr zerstört worden seid. Das bedeutet im Umkehrschluss, habt ihr diesen Ersatzwert nicht und werdet zerstört, dann startet ihr wieder mit einer Stock Sidewinder wie ganz am Anfang. Rechts im Bereich seht ihr verschiedene Auswahlmöglichkeiten. Unter Holomie könnt ihr im Prinzip euch selbst ein Aussehen verleihen. Ihr könnt euren Avatar designen. Training bringt euch zu den Trainingsmissionen, die ich eben erwähnt habe, die auch jeder Pilot mal durchgespielt haben sollte. Der Codex ist ein Thema für sich, da gehen wir noch drauf ein. Daneben habt ihr einen Staffelbildschirm. Staffeln, das sind im Prinzip Clans von Elite Dangerous, so kann man es in etwa nennen. Ihr könnt da reingucken und ihr könnt euch einer bestehenden Staffel anschließen. Oder selbstverständlich eine eigene gründen, aber am Anfang hat man dafür wohl kaum das nötige Kleingeld. Ich weise an der Stelle darauf hin, dass Stellar Nebula Project hat ebenfalls eine Staffel. Ihr findet uns unter dem Kürzel SNPX. Danach folgen die Galenet News. Das sind im Prinzip Ingame-Informationen zu den verschiedensten Themen. Da sollte man also auch mal reingesehen haben. Im Moment gibt es dort aber nicht allzu viele Beiträge. Der nächste Tab beschäftigt sich mit Ingenieuren. Da kümmern wir uns in einem späteren Video drum. Danach folgen die galaktischen Mächte. Das ist das sogenannte Powerplay. Da kümmern wir uns auch in einem späteren Video drum. Das würde den Rahmen sprengen. Wir gehen nun oben auf den zweiten Tab. Das ist Module. Da haben wir eine Übersicht, welche Module in unserem aktuellen Schiff eingebaut sind, wie der Zustand dieser Module ist, also ob sie beschädigt sind und wie viel Energie die einzelnen Module benötigen. Ganz unten haben wir dann unsere Energieleistung, die ist 100%, und den entsprechenden Verbrauch, also was verbrauchen unsere Module, was unser Generator zur Verfügung stellt. Das dürfte natürlich nach Möglichkeit nicht über 100% sein, sonst funktioniert natürlich nicht alles. Der nächste Tab sind die Feuergruppen. Hier definieren wir, mit welchen Feuertasten wir welche Drohnen, Werfer, Waffen, Werkzeuge und so weiter entsprechend einsetzen können. Das nächste Tab ist das Schiffstab. Hier gibt es wieder verschiedene Untergruppen. Das erste ist die Funktionen. Da haben wir also Außenbeleuchtung, Nachtsicht, wir haben unser Fahrwerk, unsere Frachtluke. Das sind allerdings alles Dinge, die man auch per Keybinds belegen kann. Zum Beispiel, ich sag mal, Nachtsicht, Fahrwerk, das sind Dinge, die braucht man so oft, dass man da eigentlich eine Taste für haben sollte. Darunter kann ich auswählen, ob ich den Flugstabilisator ein- oder ausschalten möchte. Am Anfang ist meine Empfehlung, lasst ihn an. Wir kommen noch zum Flugstabilisator und was der genau macht. Daneben ist die Rotationshilfe, das ist eben, ob ich mich in einer Raumstation beispielsweise mit der Station bewege oder ob ich unabhängig von der Station stehen bleibe und die rotiert halt im Prinzip um mich herum, das macht das Landen natürlich ein bisschen schwieriger. Darunter haben wir die Pilotenpräferenzen, das sind im Prinzip, ja sag ich mal, Anzeigesachen, die man sich einstellen kann, wie hell das UI ist, die Uhr und so weiter. Das unterste sind die Statistiken. Hier sehen wir die aktuelle Reichweite unseres Schiffes und auch Verteidigungs- und andere Stats. Weiter in der Reihe haben wir das Inventar. Hier werde ich jetzt nicht jede Position einzeln durchgehen, das könnt ihr euch in Ruhe mal ansehen. Das ist letzten Endes die Fracht, die wir an Bord haben, aber nicht nur. Darunter findet ihr auch diverse Materialien. Diese haben wir schon mal besprochen in unserem Video 5 der Erkundungsreihe. Da ging es um Materialien und was ich damit genau tun und synthetisieren kann.
Und es gibt im Prinzip weitere Inventare für Engineering-Materialien. Da kommen wir also noch zu, wenn wir auf die verschiedenen Ingenieure eingehen. Schaut euch das mal in Ruhe an oder schaut dazu mal das Video 5 unserer Erkundungsreihe an. Weiter geht's mit dem Status. Hier sehen wir im Prinzip einen kurzen Überblick über die verschiedenen Systemfraktionen, den Ruf der lokalen Mächte und auch der Supermächte. Hier sehe ich auch den Rang, wie weit ich bei Föderation, Imperium und Allianz aufgestiegen bin. Zumindest bei Föderation und Imperium kann ich verschiedene Ränge bekommen. Mit den verschiedenen Rängen sind Belohnungen wie zum Beispiel der Zugriff auf spezielle Schiffe verbunden. Nicht zu verwechseln mit dem Powerplay. Weiter geht's mit Sitzungslog, Finanzen und verschiedenen Autorisierungen, die ich brauche, um in gewisse Systeme reinzukommen. Zum Beispiel das Sol-System ist nicht für jeden Piloten von Anfang an verfügbar. Man muss gewisse Dinge erst freischalten und das kann ich dann hier in den Autorisierungen nachverfolgen. Das war ganz kurz und knapp eine Übersicht über die verschiedenen HUD-Elemente und über die verschiedenen Bildschirme in eurem Cockpit. In der nächsten Ausgabe dieser Reihe werden wir dann tatsächlich mal losfliegen, die Flugmechaniken kennenlernen und auch Landung, Andocken und andere Dinge. Bis dahin alles Gute und wir sind da draußen. Seid ihr es auch?